Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Ja, wie bereits in der letzten Aufnahmesession angekündigt, werde ich am Anfang jeder Aufnahmesession jetzt erstmal Biografien vorlesen. Und zwar das letzte Mal hatten wir Talisa und Imoen. Jetzt kommen Khalid und Shahira dran. Jupp. Also fangen wir mal mit Khalid an. Biografie. Als ihr Khalid nach seiner Vergangenheit fragt, gibt er nervös zu, dass er in Kalimshan geboren und aufgezogen wurde. Kalimshan, das liegt ziemlich weit im Süden, sogar in der Wüste. Soweit ich mich da noch richtig dran erinnern kann. Ja, doch. Und zwar kommt Kalimshan auch in den Büchern, die ich gerne lese, vor, in den Vergessenen Reiche Büchern. Aber mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wie die Stadt dort heißt, oder? Ne, war Kalimshan nicht die... Kalimshan könnte die Stadt gewesen sein. Ne, Kalimshan war die Wüste selber, das Land selber. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie rum es war. Auf jeden Fall liegt Kalimshan im Süden und wird hauptsächlich von Diebesgilden regiert. Wenn man es genau nehmen möchte. Mit richtigen Scheichs. Ne, Paschas. Paschas sind's. Aber ja, zurück zum Text. Er erzählt nicht viel über seine Eltern, doch ihr gewinnt den Eindruck, dass sein Vater, ein Kaufmann, nicht viel von ihm hielt und Khalids Halbbrüder wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmete. Also ja, Khalid ist ja ein Halbelf, also wird sein Vater wahrscheinlich ein Elf gewesen sein, seine Mutter ein Mensch. Und seine Halbbrüder sind wahrscheinlich alles reine Elfen, deswegen ist Khalid ganz hinten in der Liste. Ja, so verschrieb sich Khalid der Kampfkunst und ging bei Mitgliedern der Stadtmiliz in die Lehre. Mit Einzelheiten zu seiner Beziehung mit Yahira hält er sich bedeckt. Doch kann er seine Bewunderung für sie nicht verbergen. Auf die Frage, wie er Gorion kennenlernte, antwortet er lediglich, dass sie lange Zeit befreundet waren und viele gemeinsame Bekannte sein Ableben bitter beklagen. Ja, der arme Gorion hatte viele Freunde, Ja, Khalid und Yahira eingeschlossen. Kalimsport heißt, glaube ich, die Stadt in Kalimshan, die Hauptstadt. Wie gesagt, korrigiert mich, es ist eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, wo es um Kalimshan ging. Auf jeden Fall weiß ich noch, das war die Wüste im Süden. Ja, und Yahira, deine Biografie. Als ihr nach ihrer Vergangenheit fragt, funkeln Yahiras Augen vor Zorn. Sie erzählt, sie wurde in der Region Tethir als Kind eines dem König Alemander treu ergebenen geboren. Leider während des Bürgerkriegs in Tethir. Also Tethir müsste, glaube ich, eine Region im Nordwesten sein, also noch südlich vom Grat der Welt. Also wenn man hier auf diese Karte guckt, irgendwo in die Richtung, hier müsste das liegen. Müsste Tethir liegen und von dort kommen, soweit ich weiß, auch die Hafner. Also die Hafner sind ein Geheimbund, eine besondere Gruppe, die dafür sorgen möchte, dass alles im Gleichgewicht ist auf der Welt. Mit denen werden wir es vor allem in Baldur's Gate 2 dann zu tun bekommen. Ihre Familie gehörte zu den Adligen, die sich der... Also, ja, Tethir, weiter im Text. Ihre Familie gehörte zu den Adligen, die sich der wütende Mob von Bauern als Ziel ausgesucht hatte. Also ja, während des Bürgerkriegs. Und sie wurde nur deswegen verschont, weil eine Dienerin sie aus der Burg brachte, bevor sie in sich zusammenfiel. Sie flüchteten sich in den Wald von Tethir und gerieten zufällig an eine Enklave von Druiden, die das Kind gerne aufnahm. Yahira wurde ein sehr willensstarkes Mädchen, das glaubte, dass die einzige Möglichkeit, die Natur zu schützen, darin bestand, eine aktive Rolle in der Welt zu übernehmen. Was ist ein bisschen ein Widerspruch zum Druiden, weil Druiden sollten eigentlich neutral sein.
also keine aktive Rolle, sondern eine neutrale Rolle in der Welt übernehmen. Aber das ist halt Jahira. Sie scheint nicht viel mit Khalid gemeint zu haben. Ja, Khalid ist, ich will nicht sagen ein Feigling, aber er hat wenig Rückgrat im Gegensatz zu Jahira. Doch obwohl sie gerne mit ihm streitet, ist sie anscheinend tief zugetan. Naja, die beiden sind ein Paar. Ihr spürt eine große Bewunderung für Gohion und sie sagt offen, dass der für seinen Tod verantwortlich ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Ja, das ist der Typ in der Rüstung, den wir noch suchen. So, das waren die Biografien. Gut. Jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Schlumpfhausen, weiter aufräumen. Und ja, das klang etwas falsch, glaube ich. Wir töten Xwarte, die uns einfach angegriffen haben, weil wir aus Versehen in ihr Dorf gestolpert sind. Oh, da respawn. Und die sind mir etwas zu laut. Ich muss die Tore etwas leiser drehen. So. Aua, das hat ja schon fast ein bisschen wehgetan. Zwei Schadenspunkte. Seid nicht ganz so. Ja, von mir aus. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Was? Ihr könnt schon ruhig weiter draufhauen. Oh, da kommt Nexlied der Skswart. Der hat sogar mit uns gesprochen. Monster, du bringst uns um, aber wir haben dir nichts getan. Ursa dich umbringen. Uns beschützen, weil Ursa gnädig ist. Wer ist Ursa? Ursa, der Höllenbär. Angriffe, Nexlied der Xwart. Hä? Was? Ja, Ursa will Nexlied angreifen? Okay, wir haben jetzt hier einen bösen Höhlenbär. Und wir haben einen bösen Xwart, der gerade, glaube ich, gestorben ist, oder? Also, gegen Ursa sollten wir lieber etwas tun. Ja, Imogen kann sich mit einem Smart im Nahkampf anlegen. Kümmert euch mal nicht um die. Fehlt hier nicht jemand? Achso, du bist hier. Au. Khalid, guck, dass du hier wegkommst. Okay. Ursa ist ausgeschalten. Wir nur noch die Parkswarte hier. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Für die Gefallenen! Ihr braucht meine Hilfe? Okay, das war heftig. Wenn niemand besser geeignet, kann ich euch die so gut sein? Wie Jahira. Einmal bitte Khalid. Okay, da hat ein Swart seinen Blut zu uns gekommen. Ja? Ja. Viele Swarte getötet. Die müssen wir alle noch ein bisschen plündern, dass sich das auch hier lohnt. Der hatte gerade 5 Sekunden lang, nicht mal eine Sekunde lang, seinen Mut wieder. Und jetzt ist der Mut schon wieder weg. Für die Gerechtigkeit. So, töten wir die noch. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und dann gucken wir mal. Ja, Gohion wäre sicher stolz, dass wir ein Xwartdorf ausgelöscht haben. So. Was wollt ihr? Hier erstmal sammeln. Du plünderst mal. Sagst das Gold ein. Wir haben zwar schon 5000 Gold, aber wir brauchen auch noch. Ja, allgegenwärtige Autorität. Nichts leichter als das. Wir brauchen noch Gold, weil allein schon das Turmschild, das plus 1er, was wir in Nashkel kaufen können, kostet 2400 bei unserem aktuellen Ruf. Ja, und da ist noch ein Squad. Das heißt, da ist schon mal wieder fast unser halbes Geld weg. Deswegen sollten wir gucken, dass wir so viel wie möglich hier einsacken. Auch Schriftrollen. Ich tue mein Bestes. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist eine interessante Schriftrolle dabei. Was?
Ah, Schockgriff. Ist zwar nicht so toll. Beinahe unter meiner Würde. Können wir trotzdem lernen. Ihr braucht, wenn niemand besser geeignet. Noch als Wart. Ja, gut. So. Schnappen wir uns mal hier das Geld. Die können sich ruhig mit den Zwarten da vorne kloppen. Das schaffen die auch ohne mich. Was wollt ihr? Ich tue mein Bestes. Nur nicht weiter ins Feindgebiet reinrennen. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Gut. Alles einsacken. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein. Ja, auf dem könnt ihr ruhig drauf rumballern. Wenn der hier so planlos rumläuft. Ich sammle währenddessen hier schön Gold ein. Und Edelsteine vor allem, die sind noch ein bisschen mehr wert. Ja, auch wenn es nur ein Gold ist, nehmen wir erst einmal mit. Und vor allem die ganzen schönen Edelsteine. Können wir dann nachher Naschkel alles zu Geld machen. So, Khalid. Kriegst das ganze Zeug, weil du ja nicht so viel schleppen kannst. Genau, du bist fast schon auf an deiner Belastungsgrenze. Was wollt ihr? Yahira mal heilen. So, danke. Jetzt machen wir mal kurz einen Quicksave, damit Dina hier nicht gleich wieder umfällt. Beinahe unter meiner Würde. So. Wir noch mal, wir ja? Noch nicht. Du hast noch 7 Goldmünzen. Oh, sind was wollt ihr? Ein paar nicht zusammengekommen. So, jetzt gucken wir mal, da oben waren wir weitergegangen. Noch mehr Zwarte. Kann ich euch wow. Viele Zwarte. Ja, nichts leichter als das. Sehr viele Zwarte, muss ich ehrlich sagen, geht von Dünner hier weg. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Neulich bist du absichtlich in den Nahkampf. Du hast noch Pfeile. Ihr habt gerufen? Okay, sie laufen alle wieder wie die Hasen weg. Wie befohlen. Was? Nichts leichter. Finde ich nicht so toll, sammelt euch mal. Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man die KI anhat. Die Leute verstreuen sich gerne mal. Bei dir muss ich auch mal, glaube ich, Schleuderkugeln nachfüllen, genau. So, die kann ich da hinlegen. Ach so, ja. So, dann nimmst du das Gold. Und dann ziehst du dich mal zurück. Hier, nichts leichter als das. Dann schicken wir Talisa die restlichen Plündern. So, Gold, Gold. Was wollt ihr? Und weiter. Meine Kriege, bitte unterstützen. Da ist einer wieder mutig. Drei sind feige. So. Nichts leichter. Ja, nichts leichter als das. Es ist zwar nett, dass sie sowas eingebaut haben, dass Gegner in Panik verfallen und wegrennen. Was wollt ihr? Aber irgendwann wird's nervig. Da stehen zwei Swarte einfach in der Pampa rum und machen nichts. Nee, dem rennen wir jetzt mal nicht hinterher. Wir gucken uns jetzt hier außerhalb des Dorfes um. Hier ist schon mal eine Höhle. Ist der Ursa nicht ein Höhlenbär gewesen? Wo sie jetzt aber einen Quicksave machen. So. Was? Und ja, dann gehen wir da mal rein. Und das ist Kacke, da ist ein Höhlenbär. Ja, ihr habt gerufen. Ja. Geht ihr beide mal aus dem Schuss. Was wollt ihr? Und der Rest, Angriff. Mich kümmert's nicht, ich hab genug davon. So, der Höhlenbär kommt nicht durch, gut. Also merken wir uns fürs nächste Mal, wenn wir die Leute in der Höhle schicken, schicken wir erst unsere Nahkämpfer nach vorne. Oh, Dünner hier hat ein Level up. Sehr gut, endlich mal. Eine Stufe höher, kriegt sie
jetzt 12 Lebenspunkte. Saumäßig viel. Ja. Ich bin ganz aber wohl. Sie kann einen neuen Zauber lernen. Was? Ich tue mein Bestes. Galit, guck mal, was haben wir hier drin? Oh, ein Flegel und Abwehr am Schienen. Abwehr am Schienen ist doch schon mal nicht schlecht.